Danke. Hi, ich bin Gilles Bordelais, das war richtig ausgesprochen, vielen Dank. Ja, es wär cool, wenn es die Runde machen würde. Ich bin keine Fischsoße, ich heiße nicht Bordelaise, sondern Bordelais, vielen Dank. Ja, wie der Name schon sagt, ich bin Franzose. Ich habe angewandte Fremdsprachen studiert, Deutsch und Englisch. Bin nach dem Studium nach Köln gekommen, wo ich seitdem lebe, bis auf 3 Jahre Unterbrechung, wo wir in China gelebt haben. Ich bin verheiratet, ich habe 2 kleine Kinder, 1 und 2 Jahre alt, die ich betreut habe am Anfang. Nach den 2 Jahre Elternzeit, bin ich seit Oktober wieder im Job, wo ich was sonst in der IT arbeite. Ich warte Clients und Server an öffentlichen Schulen in Köln und Umgebung. Davor habe ich ein paar andere Jobs gemacht. Ich war schon mal Lehrer, ich war schon mal Dolmetscher, Übersetzer, Projektleiter, Layouter und Eskalationsmanager, was bedeutet, dass man dauervoller Feuerlöscher ist. Was mich vermutlich ganz gut auf die Arbeit mit den Piraten vorbereitet hat. So, was motiviert mich für den Wahlkampf und für den Gang nach Brüssel? Ehrlich gesagt, gerade im Moment ist das eine Mischung aus Verständnislosigkeit und Wut gegenüber unsere derzeit Regierenden. Ich kann nicht verstehen, wie man zu Zeiten des Kalten Weltkriegs erwachsen werden kann, mit dem Gewissen nach dunklen Jahren der Diktatur auf der guten Seite zu sein, in Freiheit, frei von Überwachung, frei von Meinungspolizei, frei von Unterdrückung kritischer Stimmen und dann einmal an der Macht und ein bisschen älter vielleicht, einen derart flächendeckenden Überwachungsapparat einführen kann, dass frühere Geheimdienstler nicht einmal im Traum daran gedacht hätten. Sorry, wer kommt auf sowas? Ich verstehe nicht, wenn man derart geschichtsvergessen sein kann, dass man sich nicht daran erinnert, wo außenpolitische Diktate und diese jeder Staat in sich selber seinen nächsten Logik, wo sie hinführen. Ich meine, wie kann man so unbeirrt daran festhalten, dass nur der eigene Weg der richtige ist? Und das ist dann auch egal, wie sehr man diesen Kontinent teilt dabei, wo wir eigentlich alle wollen, dass dieses Kontinent vereint wird. Und selbst die Parteien, die angeblich sich auf die Fahne schreiben, ja, wir sind die Parteien, die dafür sorgen, dass Europa eins wird, machen weiter Einlandgänge und sagen, oh ja, Deutschland zuerst oder sowas ähnliches. Ich bin sauer. Ich bin sauer über das Heranwachsenden einer verlorenen Generation, die für ihren Einstieg ins aktive Leben mit Massenarbeitslosigkeit und Prekarität begrüßt wird, einfach in Kauf genommen wird. Es betrifft ja die anderen im Süden. Was ist der Punkt? Sollen die einfach mehr Siesta machen oder was denken sich da Leute dabei? Ich bin sauer, dass das großartigste Projekt in der Geschichte dieses Kontinents, die friedliche Einigung Europas, durch Arroganz und durch die Lügen unserer Politiker kein hehres Ziel mehr ist, sondern bestenfalls ein notwendiges Übel geworden ist. Und dann gibt es noch diese Begeisterung. Ich habe es am Anfang gesagt, meine Frau ist Deutsche, meine 2 Kinder haben beide Pässe. Und die Chancen stehen doch recht gut, dass meine Kinder niemals überlegen müssen, gegen welchen Teil der Familie sie am liebsten zu den Waffen greifen wollen. Und das, liebe Leute, ist einmalig in der Geschichte dieses Kontinents. Das ist wahnsinnig. Das ist großartig. Jetzt wisst ihr, was mich motiviert. Ein paar Eigenheiten hat meine Kandidatur, will ich kurz erwähnen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich fahre mit Julia Tandem. Wir wollen zusammen ins Europäische Parlament. Was habt ihr davon? Erstens, wenn ihr uns beide nach vorne wählt, wisst ihr schon mal, dass ihr damit Kandidaten habt, die miteinander gut und gerne zusammenarbeiten und zusammenhalten und sich nicht mitten im Wahlkampf oder nach der Wahl gegenseitig schlecht machen werden. Könnte ein Vorteil sein, je nach Erfahrung. Zweitens kriegt ihr deutlich mehr als nur unsere Arbeitskraft. Wir sind bereits jetzt eine funktionierende Arbeitseinheit mit engagierten Menschen, die uns Aufgaben abnehmen, zum Beispiel in der Technik, in der Recherche oder in der Kommunikation. Das wird, glaube ich, ein großer Vorteil sein.
Weiter sind wir international gut vernetzt und kennen uns in Brüssel aus. Eine wichtige Arbeitssprache der EU ist zufälligerweise meine Muttersprache. Nicht selten erscheinen Arbeitsdokumente zuerst auf Französisch. Ich aber kann in solchen Fällen mit der Originalquelle arbeiten und dadurch möglicherweise in der innerparlamentarischen Stimmungsmache gegen oder für ein Vorhaben einen Vorsprung haben. Auch in der anfälligen, unalltäglichen Organisation bin ich dadurch freier und selbstständiger. Aber genug von mir. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Pack diesen Europäer oben auf die Liste und zeig den alten Parteien, dass wir das mit Europa lieben, leben und uns nicht von angstgetriebenen Politikern kaputt machen lassen. Danke euch. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen.